Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horse Haven und wir starten heute in Amerika, wo wir die National Show Horse Zucht noch am Laufen haben, die noch nicht so wirklich klappen möchte. Wir müssen mal eben eins hier reinstellen. Dann können wir hier gleich eine neue Zucht anschmeißen. Da ist frei. So, dann können wir das Fohlen nämlich rausholen. Ein Stütchen ist es geworden, okay. Einmal umbenennen und fertig. So, einmal großfüttern. Ich glaube, diese beiden werden schon reichen. Ja, sehr schön. Dann schicken wir das auch gleich einmal zum Trainieren auf die Weide und machen auch, glaube ich, gleich die Weide mal eben einmal sauber. Jawohl. So. Oh, da gibt es Diamanten. Danke. Sehr schön. So, dann haben wir die sauber. Das können wir dann zum Trainieren schicken. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Hä? Das war ja sowieso die falsche Box. So, jetzt aber. Dann können wir aber noch mal eben einmal die Münzen einsammeln und einmal eine neue Zucht starten. Ich kann zwischendurch noch einen Schluck Kaffee nehmen. So, wo haben wir es denn? Da ist der Shadow und ein VK-Stütchen irgendwo da. So, wir haben immer noch unsere 9% und 53.000. Schauen wir mal. Nein, wieder knapp vorher nicht. Natürlich nicht. Das zieht sich so endlos lange hin. Das möchte nicht. So, und ich habe heute Morgen gesehen, dass wir eigentlich hier einen Dancer-Gewinner wieder mal haben in der Dressur. Aber zum Kaufen gibt es einen Araber. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass sich das noch wieder ändert, weil für 2590 würde ich dieses auf jeden Fall nehmen. Wenn nicht, dann werde ich mir für 4500 Diamanten diesen Dancer holen, weil haben möchte ich den schon sehr gerne. Aber ich warte erstmal noch ab. Vielleicht ändert sich das Bild hier oben noch und es wird dann der Dancer, weil das sind natürlich ein paar weniger Diamanten, ne? Dann würde ich ja eher gerne den nehmen. Aber mal abwarten, schauen wir mal. So, dann ist gestern sind die neuen T4er gekommen. Da habe ich den Holsteiner und den Haflinger hatte ich schon. Das Asiatic Pony muss ich noch freischalten. Guck mal, da können wir schon mal einen einsammeln. Beliebiges Fohlen. Ja, ein beliebiges Fohlen haben wir momentan nicht. Dann muss ich die Aufgabe einmal ersetzen. Das Ganze dauert 3 Stunden. Dann gucke ich da heute Nachmittag nochmal rein. Von letzter Woche habe ich das Highland Pony freigeschalten und heute Morgen schon bei Kitty gezüchtet. Die hatte nämlich einen T3 Hengst noch und habe mir dann einen Partner zu erzüchtet. Als nächstes kommt dann der Groninger, das Fjordi und der Hackney. Groninger Fjordi habe ich schon, den Hackney habe ich noch nicht. Den werde ich mir dann wieder freischalten. Und ja, ich habe auch keine Ahnung, wie lange das jetzt noch läuft mit dem T4-Event, dass es immer nur eine Woche ist. Da bin ich ja mal gespannt. Hier können wir nochmal eben Post abholen, Stallburschenbelohnung, das ist schön. Was haben wir noch? Tagesbelohnung habe ich nicht abgeholt, Dressurschuh hat neu bekommen. Und wir bekommen wieder 300 grüne Münzen. Sehr schön.
Okay, das können wir dann erstmal so lassen. Hier habe ich ein Häufchen vergessen. Genau. Dann gehen wir mal eben rüber. Fantasieinsel hatte ich, glaube ich, nicht. Ich glaube nicht. Da war nichts. Nee, wirklich nicht. Okay, gut. Dann können wir jetzt nämlich einen weiter nach Frankreich. Und zwar habe ich gestern mir das Ehrepferd erwürfelt. Ich hatte nämlich ein paar Punkte gehabt, musste aber auch ein paar Mal würfeln, bis ich das tatsächlich bekommen habe. So, heute ist nämlich der Wassermann, oder was ist das? Ne, Zwilling, okay. Ja, den brauche ich nicht, den habe ich schon. Jedenfalls habe ich gestern das Ehrepferd erwürfelt und habe auch schon gezüchtet. Ich habe hier auch schon eine Stute bekommen. Kommen. Was mache ich jetzt? Nee, ach, wir müssen das doch großbürsten. So. Einmal bürsten. Sehr schön. Ist ja süß, ne? Wenn das so klein ist, ist es echt knuffig. Oh, nochmal. Oh, ich habe keinen Kürbis. So. Da habe ich aus Versehen auf Gratis weitergedrückt und wollte das eigentlich gar nicht. So, dann füttern wir jetzt nochmal eben die Sojabohnen und das wird hoffentlich jetzt reichen. Nee, noch nicht. Oh Gott. Ist aber hartnäckig. Dreimal Salat, das haben wir noch. So, jetzt aber. Jawohl. Dann können wir das Stütchen nämlich in die Oase kurz stellen. Oh, ist das hübsch. Das ist echt mega hübsch. So, damit gehen wir mal eben einmal in die Umkleide. Ich finde das hier hinten mit dem Tattoo mega, mega schön, muss ich sagen. Die Mähne hier oben, das ist, hätte ein bisschen anders sein können. Die sieht so, ja, zerzauselt aus. Aber von der Farbe her finde ich den mega, mega schön. So, dann können wir die nämlich einmal in die Oase stellen und das Highland Pony rausholen, was ich erst bei Kitty gezüchtet habe. Das habe ich nämlich einfach mal so ein bisschen vorgespult. Guck, da oben ist der Hengst, den ich gestern erwürfelt habe. Und einmal hier die Stute. So, dann das einmal raus. Da habe ich nämlich jetzt noch ein Hengstchen dazu bekommen, der mir noch fehlte. Das bleibt aber nicht Markus, sondern ein VK, weil wir da ja noch das T4 züchten wollen. Das züchte ich aber nicht jetzt, weil ich würde jetzt nämlich eigentlich gerne erst, jetzt bin ich da rausgegangen, das Ehrepferd weiter züchten. So. Aber den machen wir trotzdem groß, den kleinen Hengst hier. Der geht wesentlich schneller, ne? So, der müsste dann jetzt fertig sein. Dann können wir den einmal durchtauschen mit dem Ehrepferd. So, sehr schön. So, einmal durchtauschen. Da ist die Stute. Ich glaube, ich stelle aber mal den Hengst raus. So, und dann können wir hier nämlich züchten. Und mal schauen, ob das heute klappt mit dem T2. So, wo ist er? Da. Und wo ist die Stute? Da ist sie. So. Ach so, dann ist das grau mit blau. Okay. Zuchtkarte. Aha.
Das Ganze kostet 59.000 und wir haben eine 18%ige Chance, ein T2 zu bekommen. Na, da bin ich ja mal gespannt, ob das so hinhaut. Na, das sieht aber nicht so danach aus. Nö. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Schade. Gut, kann man nichts dran machen. Wir können hier aber trotzdem noch mal eben die Weide einmal absammeln, weil dies ja nicht so schön sauber mehr. So. Ja, dann sind wir hier in Frankreich auch. Nee, sind wir nicht durch, weil wir müssten eigentlich die anderen noch mal eben zum Training schicken. Ich weiß gar nicht, wie weit sind die denn eigentlich? Level 9. Atreo ist Level 13. Mailun ist Level 14. Okay. Bayala war auch 14. Und unser Trakehner ist Level 12. Gut. Dann einmal alle auf die Weide. Damit wir die ausgelevelt kriegen und dann können wir einmal durchtauschen für die nächsten dann. So. Sehr schön. Dann haben wir das auch. Dann gehen wir jetzt rüber nach Deutschland und gucken noch mal eben nach der Mine, weil zu züchten haben wir hier aktuell nix. Nee, guck mal, einen blauen. Das ist sehr schön. Und hier haben wir zwei rote. Ja, wunderbar. So. Dann huschen wir weiter nach England. So, was haben wir hier denn? Den Achaltekina, genau, der dauert aber noch 44 Minuten. Da können wir aber trotzdem noch mal eben einmal hier absammeln. Oh, zwei Diamanten, sehr schön. Dann können wir aber auch erst noch. Was haben wir denn hier? Ist der Achaltekina hier? Ja. Dann können wir die nämlich schon mal einmal in die Oase stellen. Gott, die ist auch fast voll, ne? So, einmal das da rein. Und dieses dauert noch einen kleinen Moment. Dann würde ich sagen, 44 Minuten. Wir machen in der Zwischenzeit schon mal eben einmal die Rennen. Wo sind sie denn? Da. Da habe ich nämlich jetzt Wochenende keine Rennen gemacht, weil ich nicht dran gedacht habe. Ich habe jetzt aber, ich glaube, 50 Puzzleteile schon. Jetzt muss ich mal eben gucken. Da. Genau, 50 Puzzleteile habe ich schon. Fehlen nur noch 30. Wir haben noch 20 Tage, von daher reicht die Zeit noch. Dann würde ich jetzt einmal hier die Rennen machen. Wo ist sie denn? Wo ist denn unsere May? Da. So. Dann machen wir mit May eben die Rennen. Und danach würde ich sagen, spulen wir die Zucht mit dem Achaltekina einmal vor und starten dann noch mal eine neue. Oh, das war hier leider nix. Hier war ich auch schon wieder zu spät, habe ich jetzt gerade geträumt. Uhr, das ist ja auch eine mega, mega schlechte Zeit. Also da sind die anderen wesentlich besser. Guck mal hier, 9:41 mit dem Scheherazade. Ja, das ist nämlich hier einmal das Saisonpferd. Da kommen wir ja im Leben nicht dran. Oh, warte mal. Das Morgenhorse, okay.
auf Platz 6. Nicht schlecht. 10, 20 sind hier alle. Gott, 10, 21. Uha. Ja, da komme ich ja im Leben nicht dran. Ich glaube, meine beste Zeit war 10, 24. Hier ist das neue Huna-Pferd schon, also das neue Ehre-Pferd. Ja. In Stufe 3, sehr, sehr schick. Was ist alles? 10, 21. Hier, da fängt 10, 22 an. Bei 44, Platz 44. Oha. Ja, da komme ich nicht ran. Da komme ich leider nicht ran. So, dann machen wir nochmal eben die anderen Rennen. Und ja, ich glaube, dann sind wir dann auch so weit durch. Da ist sie. Ach, da ist das National Shoe. T4 war da gerade gewesen. Das ist auch mega, mega schick. Da ist es. Echt mega schick. Oh, das war perfekt. Hütter. Bin ich mal gespannt. Ja, dreimal perfekt. Und was haben wir für eine Zeit? 10,24, sag ich doch. Also besser wie 10,24 schaffe ich einfach nicht. Warum auch immer. Ich schaffe es nicht. Auf dem Handy nicht und hier auch am PC nicht. Ist nicht möglich. Vielleicht muss ich doch nochmal ein anderes Pferd vernünftig ausleveln. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist sie einfach nicht schnell genug. So. 2 Rennen haben wir noch und dann sind wir damit durch. Oh, das war zu spät. Das war nix. Trotzdem zweimal perfekt noch getroffen. Dann haben wir 10,27. Okay. Das reicht alles trotzdem nicht. Welches würde man denn im Moment überhaupt bekommen? Ich weiß es gar nicht. Ach hier, das Herbstpferd, ne? Exklusives Herbst. Ja. Das werde ich wohl nie schaffen, denke ich. Oder ich muss mir mal ein neues Handy kaufen. Da hatte eine bei Facebook nämlich geschrieben, die hat sich ein neues Handy gekauft und mit dem neuen Handy hat sie das tatsächlich geschafft, bessere Zeiten zu laufen. Vielleicht von der Reaktion her, dass das neue Handy einfach schneller ist. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber nur wegen Horsehaven extra ein neues Handy kaufen will ich ja auch nicht. Nein, was war das? Huch! Da hier vollkommen verkehrt geklickt. Oh Mann. Naja, gut. Aber hätten wir eh nicht geschafft. Von daher ist es auch wurscht. Hauptsache, ich kriege meine Kisten hier, dass ich die Puzzleteile zusammensammeln kann. So, 4 Kisten haben wir. Die kann ich heute Abend aufmachen. Dann haben wir das. So, was fehlt mir denn noch? Hier kann ich noch ein paar rote Steine sammeln. Das ist sehr schön für das nächste T4er, weil für das Highland, ach, also Teak Pony, doch, da brauchen wir auch 10 Stück. Okay. Schade. Dann habe ich für den nächsten wieder nicht genug. Aber nützt ja nichts. Dann müssen wir noch mal gucken, dass wir da noch ein bisschen zusammensammeln können. Wie lange gehen die Rennen noch? 9 Tage. Okay, und ich muss noch die Punkte sammeln hier fürs Würfeln, weil demnächst dann ja nochmal andere kommen. So, dann spulen wir den jetzt einmal vor. Es hat zwar nicht viel gebracht, aber gut. So. Und statt 13 haben wir jetzt 12 Diamanten ausgegeben, aber gut. So. Jetzt habe ich noch 4.677.
Also für das Dancer würde das auf jeden Fall noch reichen. Noch schöner wäre das ja, wenn das andere auch ein Dancer wäre für 2500, weil dann hätte ich noch 2000 Diamanten. Das wäre natürlich noch schöner. So, der Achaltekina ist fertig. Sehr schön, dann können wir den einmal auf die Weide schicken zum Trainieren und können nochmal eben eine neue Zucht starten. Und dann sind wir hier auch durch. Wo ist er denn? Da. So, einmal trainieren und einmal neu züchten. Im Moment ist das ein bisschen mau mit der Zucht, ne? Klappt wirklich nicht so unbedingt irgendwas. Aber auch solche Tage hat man mal. Nützt ja nichts, ne? Kann man ja nichts erzwingen. So, hier ist Apollo. Und hier müssen wir irgendwo Lucia oder sowas haben. Nee, oder war es Fakar? Ich weiß es gerade gar nicht. Ehrlich gesagt, doch, Lucia. Guck mal. Hat die Gute tatsächlich einen Namen bekommen? Kein VK. 11% immer noch, 56.000 und wir gucken. Na, ne, das wird nix. Knapp daneben ist auch vorbei, leider, ne? Aber gut, probieren wir es halt das nächste Mal nochmal wieder. Und was haben wir hier noch? Fantasiezucht-Event, okay. Na, das brauchen wir nicht. Was haben wir? Oh, hier haben wir noch ein paar Quizfragen. Was haben wir denn hier? Wo finden die Belmont Steaks statt? Ist das in New York? Ich weiß es nicht. Yes. Guck mal, haben wir noch einen roten. Oha. Welches Pferd hat das Kentucky Derby von 1921 gewonnen? Ach, herrje. Ich weiß es nicht. Puh. Wir nehmen mal die Mitte. Guck, ist verkehrt. Okay, das war verkehrt. Wer war die erste Frau, die ein beim Kentucky Derby siegreiches Pferd gezüchtet hat? Oh Gott, das sind ja Fragen. Das kann doch kein Mensch wissen, oder? Parkinson. Nehmen wir Parkinson. Ist auch wieder verkehrt. Da war es das obere. Ja, kann man nichts machen. Haben wir 5 Punkte noch dazu gekriegt. Haben wir 475. Dressur muss ich noch machen und die Jagd drin, das mache ich dann nachher. Aber ihr Lieben, ich würde sagen, wir machen Schluss für heute, für diese Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Und dann hoffe ich, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.